Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3, die Kampagne zurück und auf Warwicks Spur. Wir starten direkt rein. So, wir waren jetzt ja zuletzt in der Prärie und jetzt geht es in die Rocky Mountains. In den schneebedeckten Bergen westlich der Kolonien können John und Canyon Kay Warwick schließlich einholen. Ihn und seine Günstlinge der Knochengarde. Ja, Leute, hier seht ihr übrigens einen Soldat der Knochengarde in voller Montur. Starten wir rein. Auf geht's. Warwick auf der Spur. Da drüben. Das wird nicht leicht. Sollen wir auf Verstärkung warten? Washington hat uns Männer und Vorräte versprochen. Wir können nicht warten. Wir müssen die Vorräte von Warwick stehlen. Puh, das wird wirklich nicht leicht. Ein starkes Vor. Warwicks Festung. Bring diesen Vorratswagen zurück ins Lager. Wir brauchen die Rohstoffe, um dieses Fort anzugreifen. Warwicks Lager ist viel zu gut befestigt, um es jetzt anzugreifen. Aber wir können einige Vorratswagen stehlen, die ins Fort gebracht werden. Okay. Dann versuchen wir das doch direkt. Mehr Siedler werden wir nicht bekommen. Für Rohstoffe müssen wir einige von Warwicks Vorratswagen stehlen. Wieso bekommen wir den Vorratswagen hier nicht? Na toll. Bringt die gestohlenen Vorratswagen in unser Dorfzentrum, damit wir die Rohstoffe nutzen können. Ja. Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen überfordert. Wo ist jetzt hier? Haben wir jetzt den Wagen noch? Nee. Toll, den haben sie wieder bekommen. Oh Mann. Ja, wir sollen sämtliche Außenposten zerstören. Wir können keine Siedler mehr machen. Oh je, Leute. Das wird nicht einfach werden. Erstmal die Musketiere upgraden. Und dann einen Marktplatz bauen. Achso, wir haben nur 5 Siedler? Also das ist doch lächerlich wenig. Wir haben nur noch wenig Zeit. Bald wird Warwicks Fort zu gut befestigt sein, um es anzugreifen. Oh nein. Ja, und wie viel Zeit haben wir bitte noch? Die Vorratswagen haben entweder Nahrung, Holz oder Münzen. Oder alle 3 Rohstoffe geladen. So. Immerhin die Sachen trotzdem noch upgraden, denke ich. Eieiei, die haben hier so viele Soldaten. Ich sehe irgendwie nicht, wie das so funktionieren soll. Das Ganze. So, ja, was holen wir uns da? Wir holen uns mal noch 2 Falkonette. Ah, jetzt werden wir hier schon angegriffen. Nicht, dass jetzt noch unsere Siedler angegriffen werden. Wir werden angegriffen.
Ja, toll. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie viel Zeit ich habe, um hier Warwicks Dorfzentrum anzugreifen. So. Ja, Holz haben wir sowieso nicht sehr viel. Dann holen wir uns mal noch 14 Musketiere. Wir versuchen jetzt hier mal, denke ich, den Außenposten hier wenigstens zu zerstören. Das könnte noch am schnellsten hier gehen. So, wo sind denn jetzt hier unsere... So, einen Nahrungswagen konnten wir schon mal erbeuten. Sehr schön. Oh, die kommen jetzt hier. Nein, die dürfen jetzt nicht auf unsere Kanonen hier gehen. So, hier. Wir schauen, dass wir hier jetzt immer die Sachen abfangen. Gut. Haben wir hier wenigstens schon mal einen Versorgungsweg? Ja, aber hier sind halt noch so viele Außenposten ebenfalls. Ja, und viele Rohstoffe gibt es hier dann, glaube ich, aber auch nicht, oder? Das nächste Zeitalter können wir hier auch nicht. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. So. So, jetzt komme ich aber weitere Wägen. Wir müssen Mörser oder andere Artillerie bauen, um Warwicks Fort zu vernichten. Wo wollen die hin? Die sind immer so langsam dann. Oh, jetzt kommen hier immer mehr. Gut. Wenn wir dieses Fort nicht bald niederreißen, wird es zu gut befestigt sein, um es zu zerstören. Ist ja schön und gut. Dann werden wir jetzt hier mal auf den Außenposten gehen. Wir haben hier zwar kaum Soldaten, aber wir probieren es einfach mal. Geh mal bitte hier als erstes auf Holz. Du hilfst hier mal mit. So, hier schon mal besiegt. So, wir brauchen aber mehr Einheiten. Mörser bitte. Acht hiervon. Alles bitte hier hinschicken. Ja, schieß doch schnell. So. Dann haben wir das schon mal zerstört. Ich weiß leider nicht jetzt, wie viel Zeit uns hier bleibt. Wir zerstören hier mal schnell noch den Indianer-Außenposten. Holz hacken. Musketiere upgraden. Und danach schön viele Musketiere hier produzieren.
alles hier hoch. So, hier kommt wieder was. Ah, weg hier, weg hier. Die stehen hier gerade ein bisschen schlecht. Wieso bekomme ich jetzt diesen Wagen nicht? Das finde ich jetzt schon ein bisschen unfair, muss ich sagen. So, wir nehmen jetzt mal die zwei Mörser und schießen hier mal. So. Ah, jetzt kommen hier schon wieder welche von der anderen Seite. Hier, Feuer, Feuer, Feuer. Schnell auf die Artillerie. Okay. Hier gleich mal zerstören. So, dann hier auch nochmal. Ja, das ist hier leider leichter gesagt als getan. Hier. Angriff. Wir werden jetzt hier mit allem angreifen, was wir haben. Einmal aufs Dorfzentrum hier mit dem Mörsern, bitte. So, die Artillerie macht hier, glaube ich, gerade den Ausschlag. Ihr sollt doch hier auf das Dorfzentrum schießen. So. Vorrücken. Und weiter Truppen bauen. Schön viele weitere Truppen. Dann holen wir uns jetzt erst nochmal den hier, dann den hier und dann vielleicht nochmal die hier. So, wir gehen jetzt hier voll aufs Dorfzentrum. Oh, jetzt kommen sie hier aber mit ziemlicher... Wir machen jetzt mal hier Nahkampf. Da haben sie nochmal keine Chance. Du sollst doch hier schießen, was machst du denn? So, hier, weitere Truppen. Schnell. Das ist unmöglich. Meine Festung bricht zusammen. Jawohl, wir haben das Dorfzentrum zerstört. Wir haben Morbis Fort rechtzeitig zerstört. Sehr schön. Puh, wir haben gewonnen. Und das nur, weil wir jetzt wirklich sehr schnell gehandelt haben, sonst hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Gut. Wow. Keine neue Karten leider. Schade. Aber das ging doch recht schnell, da bin ich sehr zufrieden, dass das so geklappt hat. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wir haben hier Warwicks Festung zerstört. Wir sind ihm weiter auf der Spur. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaius Julius Caesar.